Oh, Wando, wo ist das schon wieder hin, du? Nee, gar nicht. Gehen wir nach Luanda. Ich wollte doch meinen Plan hier befolgen, verdammt nochmal. Oh. Ihr habt meinen Plan schon für mich ausgeführt, dankeschön. Nur irgendwie rückwärts. Na egal. Karma. Sind hier aufgetaucht. Na sowas. Discoveries Brett. We now control the province. Das geht doch hier wieder ab wie Butter. Sehr schön. Wie sieht's hier aus? Mach den mal platt hier bitte. Mensch. Wer ist das eigentlich? Mossi. Die Mossis sind das. Oh, wir haben Tech. Wir können Tech erforschen. Tech. Military. Das passt doch. Plus 400%. Dabei fällt mir ein, was für eine Tech haben die eigentlich? Haben die ganzen anderen Länder eigentlich hier? Großbritannien und so weiter. 92. Oh. Oh, da sind wir hier voraus schon. Na sowas. Na sowas, sowas. Wie? Was hatte Deutschland von dem Krieg überhaupt? Gar nichts, oder wie? Achso, ich glaube, Finnland hat das Ganze vom Zaun gebrochen überhaupt erst. Hä, aber die hatten davon auch nichts, oder? Komisch. Oh Gott, sie haben Claims so fast ganz Schweden. Okay. Schöne Koalition, die ihr da am Hals habt. Sehr schön. Wie sieht's mit den Rebellen aus? Da verändert sich nicht viel. Ist aber auch kein großes Problem für uns, wirklich. Oh Gott, jetzt kommt ihr hier schon wieder an. Mensch, jetzt geht das schon wieder los. Kommen die schon wieder von der anderen Seite. So, ihr geht mal dahin. Da müssen wir auch noch was platt machen. Und ihr erobert das zurück, bitteschön. Damit wir unser Land wieder unter Kontrolle haben. Ach, wir haben schon 99%. Können wir hier vielleicht schon... Totale Annexion. Geht doch schon. Das wäre schön. Das hätte ich gerne. So, wie viel kostet das überhaupt hier? Can only demand occupied provinces. Ah, okay, okay. Gut, dann müssen wir wirklich alles erobern. Und das werden wir auch tun. Nein, 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 nein. Das tut ihr nicht. Das tut ihr nicht. Kommt zurück. Ach Mensch, Leute, hört doch auf, es zu versuchen. Gib mir doch auf Geist hier. Verdammt nochmal. Warum mögt ihr mich nicht? Lasst uns doch alle in Frieden leben. In Frieden die Welt erobern und die Menschen vernichten. Zusammen. Menschen. Ich lasse euch in Ruhe. Solange, bis ich euch nicht mehr in Ruhe lasse. Das verspreche ich euch. Auf mein Wort könnt ihr vertrauen. Oh Gott, was geht jetzt hier ab? So viel passiert wieder. Oh, sieht so aus, als hätte Spanien verloren. Katalonias. Unabhängig. Das könnte bald auch im Real-Life-Realität werden, eventuell. Interessant. Was sonst noch passiert? Ach, sie haben Spanien aus dem Krieg rausgelöst, aber der Krieg ist noch nicht vorbei, wie es ausschaut. Tanja haben sie sich auch genommen hier. Die Tanja. Haben sie die Tanja erobert? Sind sie die Tanja eingedrungen und haben da ordentlich Unruhe gestiftet in der Tanja? Und jetzt haben sie die Tanja einfach so an sich gerissen. Oh, okay, wir sind ja fertig. Ah, hab ich gleich gesehen. Ist mir gar nicht, doch 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 nicht. Kommando zurück, Kommando zurück. Erobert weiter, wir sind noch nicht fertig. Zwei Provinzen fehlen noch. Eine Provinz fehlt noch. Ihr macht das schon, ihr macht das schon. So, wir erobern das zurück. Und wir machen immer noch genug Geld. Das ist auch schön zu sehen. Tech sind wir auch bald in Admin und Diplo soweit. Das ist auch schön. Und hier dauert das auch noch einen Moment und jetzt sind wir fertig. Ach, ist das schön. Ist das schön. Alles meins, alles meins, alles meins, alles meins, Lottida. Ach ja, ach ja.
Full Annexation! Congo will cede their everything to me and then everything will be fine. Ist doch all ihr Land, oder? Ihr habt nicht noch irgendwo Kolonien oder sowas? Nein, natürlich nicht. Okay. Für 25 Punkte. Ach, ist das schön. Ist das nicht schön. So, ihr könnt eigentlich auch gleich hier so in der Gegend bleiben. Denn ich vermute mal, das wird hier Aufstände geben in der Zukunft. Tada! Afro-Berestan, 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 Afro-Berestan. Das heißt, eigentlich können wir auch gleich, ne? Eigentlich können wir das hier auch noch gleich mitmachen. Machen wir das ruhig. Haben wir das auch noch. You can upgrade your government rank. Gerne doch. Jetzt sind wir ein Empire. Fantastisch. Das mächtige Imperium Afro-Berestan. Haben wir eigentlich auch ganz gute Provinzen hier mitbekommen. Ganz gute Provinzen eigentlich. Achso, mit dem Öl wollte ich noch gucken. Oh, Öl bringt 5. Das wird sich doch vielleicht löhnen. Genau, es würde sich löhnen. Es würde sich doch vielleicht lohnen, ein paar Ölprovinzen zu erobern dann. Mal gucken. Trade Goods. Wo haben wir denn das ganze Öl? Hier haben wir Öl. Das ist schön. Haben wir tatsächlich schon eine Ölprovinz hier bekommen damit. Algerien hat ein paar Ölprovinzen. 3 Stück. Das würde sich wahrscheinlich lohnen. Saudi-Arabien natürlich. Das zu erobern würde sich natürlich sehr lohnen. Ja, vielleicht. Mal sehen. Hier so Ägypten, Sudan, Saudi-Arabien. Wäre auch noch was. Nee, aber ich glaube, wir konzentrieren uns erstmal eher auf Afrika. Ja, ich core das lieber. Scheiße auf Tech, ich glaube, ich core das lieber erstmal alles. Das ist eigentlich wichtiger. Sonst kriegen wir hier nur noch mehr Probleme mit Rebellen. Wo wir sowieso schon mehr als genug Probleme mit haben. Von daher, yeah. This is concerning. Oh Gott, so viele Noble Plots. Das geht mir doch auf den Sack hier. Verdammt normal. Ist auch nicht gut. Konka Okwango. Ist das hier? Nö. Dann ist es mir egal. Protect against Saudi-Arabien. 120 Armeen. Können wir so viel überhaupt produzieren? 167. Oh. Moment, was? Kann das sein, dass wir nur einen Trupp bauen müssen? Und dann haben wir das? Tatsache. Dann kriegen wir Regiment Cost minus 10%, Recruitment Time minus 15% bis 2050 für 10 Jahre. Oh, das lohnt sich doch. Das tue ich doch gerne. Bauen wir hier einfach mal einen Trupp. Wer kann noch eine Armee gebrauchen hier? Irgendwer noch eine Armee? Ihr hier. Ihr bekommt noch eine Kanone. Achso, Mist. Bauen wir die hier. Zack. Fantastisch. Das ist eine einfache Mission. So, ihr seid jetzt auch nochmal schnell eben dran. Dann haben wir das auch noch. Warum nicht? Die haben keine Verbündeten. Können wir einfach so pflücken, dieses wunderschöne Land. Einfach so pflücken. Einfach so lecker aufnehmen, in den Mund stopfen. Ein leckeres Stück Gabon. Jam. Hier geht wieder einiges ab. Ja, komm schon, bewegt euch. Ich will nicht, dass sie abhauen. Sehr schön. Das war eure Armee. Die ist jetzt tot. Gut, Benin, hier habt doch 1000 hier. Helft mir mal ein bisschen hier, dass das noch ein bisschen schneller geht hier. Ägypten war im Krieg mit Fesan. Die haben sie natürlich erobert. Was auch sonst. Nicht sehr überraschend, das. Libyen. Das sind nur noch so 2 Provinzen. Krieg in der EU wahrscheinlich immer noch. Die Ukraine sieht auch toll aus. Sehr zerpflückt. Was geht eigentlich in China ab? Ich glaube, da habe ich bisher noch gar nicht so hingeguckt.
Wen hasst ihr denn so, China? Ihr seid verbündet mit Nordkorea und ihr hasst die USA und Indien. Gab's hier aber auch noch irgendwie keinen Krieg mit Indien, wie es ausschaut. Indien hat keine Verbündeten. Oh, armes Indien. Australien hat auch keine Verbündeten. Das wäre natürlich auch mal was, ne? Einfach hier, vielleicht bauen wir einfach ein paar Schiffe und springen mal eben nach Australien rüber. Nein, ich glaube, wir konzentrieren uns lieber erstmal auf Afrika. Ich glaube, das ist die beste Strategie. Dann bauen wir hier ordentlich das Development aus und so weiter und dann verwandeln wir Afrika in das Juwel der Erde. Den reichsten Ort der Welt, den wunderschönsten Ort der Welt. Für Bären, nicht für Menschen. Für Menschen wird es die absolute Hölle. Aber für Bären wird es schon ein ziemlich cooler Ort, ja. Tada. Sehr schön. Haben wir das auch noch? Gabon. So, kommen wir das noch schnell? Kor. Afro-Biristan. Fantastisch. Sieht fast aus wie irgendwie so ein Gesicht, wenn man sich das ansieht. Hier so die Augenhöhle, hier ist so die Nase, der Mundbereich, hier so das Kinn, der Hals. Und hier so der Zopf. Hat einen Zopf. Schöner Mensch. Das ist natürlich ein Problem für uns jetzt. Wenn unser Land aussieht wie ein Mensch, da lachen die Leute ja über uns. Das geht ja gar nicht. Da müssen wir schnell irgendwas gegen tun. Müssen wir schnell was tun, damit das Land mehr aussieht wie ein Bär. Vielleicht, erobern wir einfach ganz Afrika. Afrika sieht ja so ein bisschen aus wie ein Bär. Hier ist so das Gesicht und hier ist so der Rücken. Hier sind so die Füße und hier sind so die Arme. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich sehe das eigentlich ziemlich deutlich. Afrika sieht aus wie ein Bär, definitiv. Müssen wir nur ganz Afrika erobern und dann lachen die Menschen bestimmt nicht mehr über uns. Denn dann sind sie alle tot. Ja. Das war eine weitere Folge von EU4 Afro-Biristan. Beim nächsten Mal, ja, mal sehen. Mal sehen, was wir beim nächsten Mal machen. Wir haben nach wie vor jede Menge Optionen. Dinge, die wir erobern können. Algerien ist allerdings ziemlich verbandelt mit Europa. Gegen Portugal und Spanien, das will ich im Moment eigentlich noch nicht so wirklich. Mali ist verbündet mit Marokko, Gambia. Das könnten wir eigentlich machen. Wir könnten beim nächsten Mal einfach mal hier in die Richtung einfallen und alles hier erobern. Das wäre eine Möglichkeit. Sudan ist verbündet mit Libyen. Das wäre kein Problem. Djibouti ist auch kein Problem. Democratic Republic of Congo. Die könnten wir gleich mit platt machen. Und ja, das sind alle. Das wäre auch noch was. Könnten wir auch noch machen. In die Richtung. Südsudan ist verbündet mit Kenia und Sambia. Gut. Könnte man machen. Dann könnten wir gleich hier Südsudan durchmarschieren nach Kenia. Könnte man auch tun. Angola ist verbündet mit Malawi und Namibia. Das wäre auch was. Namibia könnten wir gleich hier durchmarschieren. Hier, ja, das wäre eine wirklich gute Idee, denke ich. Dann können wir direkt nach hier und nach hier erweitern. Südafrika ist verbündet mit Tansania. Das ist auch absolut gar kein Problem. Botswana ist verbündet mit Mosambik und Sambia. Wir könnten als nächstes auch den ganzen Süden hier erobern. Ich weiß nicht. Wir könnten entweder Richtung Süden gehen oder vielleicht Richtung Westen. Es steht uns eigentlich alles offen. Also mit unserem Militärlevel, was wir momentan haben und mit unserer Armee und den Ressourcen und dem Geld, was uns zur Verfügung steht, sollte das eigentlich alles kein Problem sein. Wir sollten allerdings unsere Flotte noch weiter ausbauen, denke ich. Denn die ist noch etwas klein und kümmerlich und die muss stärker werden, um die Macht Afro-Biristans im vollen Umfang repräsentieren zu können. Ja, dann, wenn es euch gefallen hat, lasst doch vielleicht ein Like da oder einen Kommentar oder irgendwie sowas. Das alles und natürlich eine Toilette. Dann in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Europa Universalis 4. Ciao! Autosong.
Es ist der Outro-Song. Es ist das Ende dieses Videos. Rechts und links stehen ein Haufen Links. Die könnt ihr anklicken, wenn ihr das wollt. Oder ihr lasst sein. Outro-Song. Es ist der Outro-Song. Outro-Song. Es ist der Outro-Song. Wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, dann klickt doch abonnieren oder fave oder like oder lasst doch noch einen Kommentar da. Das wäre verdammt geil von euch. Wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, dann klickt doch abonnieren oder fave oder like oder lasst doch noch einen Kommentar da. Das wäre verdammt geil von euch. Es ist das Ende. Alles wird vorbei. Schluss und aus. Hier kommt nichts mehr. Geh weg. Es ist das Ende. Wir sehen uns.